Hi und herzlich willkommen zu Let's Test YouTube Channel. Heute ist, glaube ich, der sechste Teil. Sechs müsste richtig sein. Und es werden Jantex, SA, Sandy, Schlunny und Kirstenkopf präsentiert. Hier auf meiner Facebook-Seite von Rikachu könnt ihr immer die aktuelle Liste sehen. Ich erweitere das immer und hier gibt es so ein paar Neuigkeiten, was sich geändert hat oder ändern wird, was ich vorhabe und so weiter. Könnt ihr hier drauf sehen. Link befindet sich in der Beschreibung. Okay, ach, jetzt wollte ich erstmal gucken, wer fängt denn an? Entschuldigung, ich hatte die Liste eben noch auf. Jantex. Zu Jantex muss ich sagen, ich weiß nicht, ob deine Videos gerade auf privat gestellt sind, ob es da irgendwelche Probleme gerade gab. Ich bin sicher, du hast coole Videos. Ich würde an eurer Stelle trotzdem mal hin und wieder draufschalten. Die Videos werden bald sicherlich wieder verfügbar sein. Ich habe dich jetzt fairerweise trotzdem mal mit reingenommen. Auch wenn ich leider nichts abspielen kann. Trotzdem finde ich dein Bild ganz witzig. Dieses eine Blatt passt bestens hierzu. Gut ausgesucht. Ich schalte trotzdem mal weiter. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein Video von dir nicht zeigen konnte. Wenn sich was geändert hat, schreib einfach wieder unter mein Video und ich nehme dich gerne nochmal dran. So, denn die nächste ist SA Sandy. Viel mit Pink. Schauen wir uns mal an, was dieser Channel zu bieten hat. Ich gehe mal auf Videos. Mein erstes Video, damit starten wir mal üblicherweise und schauen uns das kurz mal an. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich bin Sarah, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Braunschweig und ich bin mega froh darüber und super happy und habe richtig Bock drauf, heute meinen ersten YouTube-Kanal zu eröffnen. Ja, ich habe häufiger schon überlegt, das mal zu machen, aber irgendwie hatte ich dann nie. Warum hatte sie nie, wenn ihr die Antwort wissen wollt, warum sie bisher keinen YouTube-Channel gegründet hat, dann guckt das Video. Denn ich möchte ja nicht zu viel spoilern. Und euch, ja, Faden verloren, machen wir weiter. what's in my backtag? Ja, welches Video sollen wir denn als nächstes nehmen? Also sie zeigt viel über Kosmetik-Zeug, sage ich jetzt einfach mal dazu, als unwissende Person. Deswegen machen wir einfach mal Shopping, Haul, H&M und Only, was es da so zu sehen gibt. Einen wunderschönen guten Tag. Hier bin ich wieder vor der Kamera für euch. Ja, ich will gar nicht viel schnacken. Heute gibt es ein Shopping-Haul von mir. Ich war bei Summersbee, Only und H&M. Hab mir ein paar tolle. Schalten wir einmal kurz in die Mitte. Also man sieht, hier präsentiert sie uns ihre Kleidung, die sie neu geholt hat. Wer sehen möchte, was es da noch alles für Neuigkeiten gibt, auch einfach mal das Video weiterschalten. Oder wenn ihr Tipps zu Haaren braucht oder Schminkzeug. Ich sage immer Zeug dazu, weil ich mich damit nicht auskenne. Aber ja, freundliche Person, schaltet mal rein und lasst ein Abo und ein Like da. Die nächste Person. Schlunni. Hier würde ich auch ganz gerne mal wissen, wie man auf den Namen Schlunny kommt. Gehen wir mal auf das Video. Der Banner sieht schon mal cool aus mit den Palmen. Mach es einfach. Ich stelle mich vor. Genau. Mach es einfach. Wenn du mir ja gerade zuguckst, wer auch immer du bist und noch keinen YouTube-Channel hast, aber immer schon gedacht hast, ich möchte das gerne mal machen, mach es einfach. Das kostet nichts und solange man sich nicht total lächerlich macht, finde ich, ist es auch nichts Schlimmes. Man kann es doch gerne mal probieren. So, ich fange mal von vorne an. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Und zwar. Das ging mir ja überhaupt nicht so.
Hallo. And it goes like, so, ich zeige noch mal ein anderes Video. Arztbesuch Santa Cruz, Outtakes. Outtakes sind immer lustig, das schauen wir uns mal an. Das scheint wohl ihr Intro zu sein. Cooles Intro. Hi, herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog, die zweite Woche im Januar. Ich sitze im Auto, ich habe gerade meinen Großen in die Schule gebracht. Der hätte um 9 Uhr in der Schule sein sollen. Wir haben jetzt, lass mich nicht liegen, 9.45 Uhr. Ich spiele noch mal kurz in die Mitte. Ja, auf jeden Fall sehr viele, sehr schöne Naturaufnahmen, gefällt mir sehr gut. Wenn ihr mehr sehen möchtet, dann schaut einfach mal rein. Noch lasst hier auch ein Abo und ein Like da. Auf jeden Fall sehr schöne Aufnahmen gewesen. So, Kistenkopf ist unser letzter Kandidat. Fangen wir auch hier mal mit dem ersten Video an. Ich hoffe, ihr habt alle Verständnis dafür, dass ich nicht sehr viel von euren Videos zeige, weil ich möchte, dass die Zuschauer bei euch reinschalten und das ganze Video gucken. Außerdem wäre das zu lang, wenn ich viel User nehme mit jeweils 10 Minuten. Das wäre ein bisschen zu lang. Minecraft ist das, ich glaube, das erkennt man. Auch eine Variante, im Hintergrund einfach mal Musik abspielen zu lassen. Kann man auch machen. Und ich finde für das erste Video gar nicht so schlecht gelungen. So, schauen wir mal zu den weiteren Videos. Hier können wir ja mal das kürzlich aufgenommene Video aufrufen. Cooles Intro. Sieht gut aus. Er versucht, dass die Audioqualität beim nächsten Video besser ist. Der China kleiner auf dem Server. Und go. Da. Hi! Als erster werden wir jetzt mal viel auf Holz fallen müssen. Nachfolgerin will ich versorgen 15 Minuten. Und unser Ziel ist es, mindestens Orkill irgendwann mal zu machen. Hoffentlich schafft man es. Ja, schaut weiter rein. Er hat gesagt, was für eine Qualität. Ich finde persönlich Qualität zwar wichtig, aber ich finde, naja, sagen wir das mal anders. Ich finde Qualität ehrlich gesagt nicht so wichtig. Hauptsache man hat Spaß dabei, Videos zu erstellen, reinzustellen und vielleicht sogar das Ziel, sich ein bisschen zu verbessern. Das hat er ja auch vor. Und solange du dabei Spaß hast, solltest du auch weitermachen. Auch wenn irgendjemand sagt, dass die Qualität nicht so gut ist oder dass man dich nicht so gut verstehen sollte. Hauptsache, es macht dir Spaß und vielleicht hast du auch Lust, dich zu steigern.
wie du ja schon gerade gesagt hast. Auch das ist mein Ziel. Ich weiß, meine Qualität ist auch noch nicht die beste. Allerdings kann man nicht immer alles auf einmal schaffen. Deswegen bringt das die Zeit. Viel Spaß noch mit deinem Channel und ich verfolge ihn auf jeden Fall weiter. Ja, das waren die vier Kandidaten. Ich hoffe, einer von euch kann irgendwie die Zuschauer davon überzeugen, weiter euren Channel anzugucken. Wenn ein anderer User, der noch nicht dabei ist, auch möchte, dass ich den Kanal vorstelle, dann schreib einfach einen Kommentar unter diesem Video und ich nehme dich dran. Jeder User kann sozusagen mitmachen. Es geht nach Datum. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Danke fürs Einschalten und ein schönes Restwochenende noch. Tschüss.